Hallo zusammen. Ein Affe wurde gewünscht von einer Abonnentin und der Wunsch wird hiermit erfüllt. Ich werde diesen Wunsch auch nutzen, euch ein, zwei Tricks beim Malen zu zeichnen. Was für Farben verwenden wir heute? Zuallererst braucht ihr Eisenoxid Schwarz, um einen Malkarton zu grundieren oder eine Leinwand. Ihr könnt auch, wenn ihr mit Pastellkreiden oder Stiften, mit Farbstiften arbeitet, ist natürlich sinnvoller, sofort ein schwarz gefärbtes Papier zu verwenden. Das habe ich jetzt nicht hier und da ich ja überwiegend mit Acrylfarben arbeite, eben der Malkarton. Malkarton ist mir jetzt hier auch viel lieber, weil der robuster ist und ich hier das ganze Bild in Trockentechnik arbeiten werde mit Borstenpinseln. Fast ausschließlich für die Details werde ich einen kleinen Spitzpinsel verwenden. An Farben verwende ich außer dem Eisenoxid Schwarz Paints Grau. Wer das nicht hat, der kann Eisenoxid Schwarz und Ultramarin im Verhältnis 1 zu 1 mischen und Titan Weiß. Ja, bei den Augen brauche ich vielleicht eine andere Farbe, irgendeinen Orange, Ton mit Gelb. Das schauen wir mal. Und ansonsten werde ich vielleicht für einige Details tatsächlich noch hier diese Stifte verwenden. Noch ein Tipp für diejenigen, die noch nie mit Stiften gearbeitet haben. Ihr solltet das Bild am Ende dann mit einem Fixativ besprühen, damit die Farbe halt abriebfest ist. So, jetzt kommt der erste Trick. Ich habe auf meiner Webseite unter Online-Kurse links in dem Menü verschiedene kostenlose Materialien für euch, unter anderem auch, wie ihr eine Vorzeichnung übertragen könnt. Wenn ich jetzt das Format wie hier 2430 verwende, dann kann ich wunderbar so einen Ausdruck verwenden. Und bei größeren Formaten funktioniert das, was ich jetzt zeige, nur wenn ihr die Möglichkeit habt, die Vorlage halt auch zu vergrößern oder ihr verwendet die Rastermethode. Normalerweise würde ich jetzt hier ein Kohlepapier zwischenlegen, aber wie natürlich die Klugen unter euch schon bemerkt haben, schwarz auf schwarz, das drückt sich ja nicht ab, das sehe ich nicht. Und jetzt habe ich folgenden Trick gemacht, das wäre der Tipp Nummer 1. Ich habe dieses Bild gegen die Fensterscheibe gehalten und habe die Umrisse grob mit einem Stift nachgemalt. Wenn ich jetzt einen harten Gegenstand nehme, wie zum Beispiel hier den Kugelschreiber, dann drückt sich diese Farbe halt hier auf dem Untergrund ab. Weiß wären wir jetzt lieber gewesen, mir wäre auch Kreide lieber gewesen als den Aquarellstift, den ich habe, aber beides habe ich gerade nicht hier. Bei so einem Motiv ist eigentlich das Allerwichtigste die Stellen, wo die Augen sind und die Nasen-Mund-Partie und der ganze Rest ist eigentlich wurscht, das braucht man nur ganz kurz skizzieren. Ihr werdet jetzt hier nichts erkennen. Das liegt halt einfach daran, weil der Farbunterschied ein bisschen schwach ist. Ich sehe es hingegen sehr gut. Das müsst ihr mir jetzt halt einfach glauben. Ich starte jetzt mal ausnahmsweise mit den Augen, damit ich selber eine bessere Orientierung habe, weil die Striche hier wirklich nur ganz, ganz schwach zu erkennen sind, damit ich mich da nicht vertue. Da seht ihr halt schon ein Problem, dass die Farben teilweise ja durchscheinend sind. Ich habe dazu auch mal ein Video gemacht, transparente Farben, deckende Farben. Hier haben wir eine Farbe, die halb transparent ist, das heißt, das Schwarz schimmert ein bisschen durch. Ich werde nachher das nochmal mit Weiß übermalen und dann nochmal mit Orange, damit es halt dann wirklich hundertprozentig abdeckt. Bei den Haaren könnte ich natürlich jetzt hingehen, wenn ich jetzt zum Beispiel Stifte verwende, viele, viele feine Striche machen. Es gibt viele Künstler, die es tatsächlich so machen. Ihr wisst aber, dass meine Art zu malen ein bisschen anders ist, dass ich sehr dazu neige anzudeuten. Und zwar einfach vor dem Hintergrund, dass unser Auge diese vielen Informationen auf einmal gar nicht verarbeiten kann, sondern die praktisch im Ganzen sieht. Und dann ist es gar nicht so wichtig, richtig viele Details zu malen. So, Trockentechnik bedeutet, dass ich mit dem trockenen Pinsel arbeite, logischerweise, und mit extrem wenig Farbe. Jetzt seht ihr auch, warum mir Paints Grau lieber ist als Schwarz. Also ich könnte natürlich jetzt auch mit Schwarz und Weiß arbeiten, aber mit dem Paints Grau erhalte ich diesen Blauschimmer, der auf dem Fell des Gorillas zu sehen ist. So, und dadurch, dass ich den Pinsel jetzt fast ohne Druck mit wenig Farbe auflege, seht ihr, dass ich einen ganz geringen Farbauftrag habe.
Also ihr hört das Kratzen auf meiner Papierpalette und ihr seht, wie dünn die Farbe ist. Die trocknet eigentlich fast sofort ein. Das heißt, ich muss mir die Farbe jedes Mal immer wieder neu mischen. Wäre ich im Farbton ganz klein wenig heller. Ein zweiter Trick, wenn ich in der Trockentechnik anmische, dann mische ich immer wieder an der Stelle an, wo ich vorher schon die Farbe gemischt habe. Einfach aus dem Grund, weil ich den direkten Farbvergleich dann habe. Also hier sehe ich zum Beispiel, okay, ist mir ein bisschen zu hell geworden. Mische ich wieder was dazu und habe wieder original die Farbe, die ich vorher hatte. Hier gehe ich mit dem Trockenpinsel an einigen Stellen in die etwas dunklere Fläche mit rein. Das sind halt einzelne Haare, die ein bisschen länger sind und die dunkleren Haare halt ganz klein wenig vielleicht abdecken. Und falls ihr euch wundern solltet, das ist ja alles noch viel zu dunkel, keine Sorge. Ich arbeite hier wie immer in mehreren Schichten übereinander und das heißt, ich werde gleich nur mit einer deutlich helleren Farbe nochmal drüber arbeiten. Aber so ist es halt einfacher, es ist immer schwieriger, wenn man auf einem dunklen Hintergrund arbeitet, sich die Dunkelheit wieder zu holen. Und so habe ich sie im Prinzip schon und muss halt nur darauf achten, dass ich dann mit der Helligkeit nicht zu hell werde. So, jetzt habe ich innerhalb weniger Minuten schon die groben Umrisse. Im Prinzip ist es ein bisschen Geduldsspiel, deswegen spule ich heute jetzt auch das Video an einigen Stellen einfach vor, weil die Technik ist immer die gleiche, ohne Druck. Ihr seht auch, dass es egal ist, ob ich den Pinsel jetzt so führe oder quer führe. Wichtig ist halt, dass wenig Druck ausgeübt wird und ihr dadurch halt eine gute Kontrolle über den Farbe habt. So, hier habe ich mir einfach als Markierung einen etwas helleren Farbton eingetragen. Der ist natürlich in Wirklichkeit nicht da. Hier ist keine Helligkeit, aber das kann ich nachher dann nochmal überarbeiten. Jetzt weiß ich zumindest ungefähr, wo die einzelnen Körperteile sind. Und jetzt werde ich nochmal richtig hell. Also das Richtige wäre jetzt einfach deutlich heller. Das ist eine ganz wichtige Stelle, damit das Auge diese Nackenpartie besser unterscheiden kann von der eigentlichen Gesichtspartie. Jetzt mache ich den Pinsel oberflächlich sauber. Ich möchte, dass ein ganz klein wenig Farbe noch dran ist, aber wirklich nur ein Hauch. Gehe jetzt in das Weiß rein. Streiche die Farbe nochmal aus und erhalte damit ein ganz leicht bläuliches Weiß. Ich mit rein Weiß möchte ich hier nicht arbeiten, das ist einfach zu krass gegen den dunklen Hintergrund, aber hier könnt ihr sehen, was es ausmacht, wenn man hier mal ein bisschen Helligkeit noch reinbringt, also richtige Helligkeit, wie das dem ganzen Motiv nochmal ordentlich Tiefe verleiht. Jetzt mische ich mir nochmal so eine Zwischenfarbe an, um die Übergänge noch ein bisschen zu gestalten. Da, wo es vielleicht ein bisschen krass ist, wie an der Stelle, füge ich nur eine etwas hellere Farbe ein, dass der Übergang von dem Weiß zu der dunklen Farbe eben nicht so ganz so brutal ist. Für die Gesichtspartie vergrößere ich das mal ein bisschen, dass ihr das besser erkennen könnt. Und hier seht ihr den Vorteil, wenn ich mit einem dunklen Untergrund arbeite, dann habe ich die Schatten immer sofort und muss mir da halt keinen großen Kopf machen. Und ich denke eher darüber nach, ja, wo kann ich es jetzt noch ein bisschen aufhellen? Also hier, das ist ja eindeutig die hellste Stelle, das heißt, die akzentuiere ich jetzt noch ein bisschen mit rein Weiß. Auch ein bisschen dicker, jetzt nicht ganz so dünn wie an den anderen Stellen.
So, hier für die Lippenpartie verwende ich einen Detailpinsel. Kann ich euch auch zeigen, wenn ich jetzt mit einem Detailpinsel arbeite und sehr sorgfältig jetzt eine Stunden Zeit hätte, dann könnt ihr jetzt tatsächlich eben hingehen und hier noch einzelne Haare einfügen. Demonstriere das hier nur mal an einer Stelle. Aber ihr seht auch, dass es halt fürs Gesamtbild jetzt nicht so arg viel bringt. So, dann kann ich auch schon mal die Reflexion in der Pupille eintragen. Immer der Punkt, wo die Augen zu leuchten beginnen und einen richtig anschauen. Und jetzt ist das, was ich euch vorher gezeigt habe, also die Augen nochmal mit Weiß zu unterlegen, um dann nachher nochmal mit Orange drüber zu gehen, damit ich dann halt wirklich eine leuchtende Farbe bekomme und die Augen dann richtig rauskommen. Jetzt sieht es so ein bisschen gruselig aus, aber keine Sorge, das sieht gleich besser aus. Jetzt mische ich mir wieder eine eher dunkle Farbe, jetzt für den Bereich hier. Decke hier nur ganz, ganz vorsichtig ab. Es ist im Gesicht die dunkelste Stelle, weil die Augen ja in so Höhlen drin liegen. Und da möchte ich jetzt nicht zu viel Farbe reinbringen, aber zumindest möchte ich dem Auge, also unserem dem Auge des Betrachtenden, einen Hinweis geben, wo die Augen anfangen und aufhören. Und wir haben hier auch noch so ein paar Wimpern, die über diese dunklen Augenhöhlen drüber gehen. So, und jetzt kann ich hingehen und hier die letzten Details halt noch rausarbeiten. Dann sind wir eigentlich im Großen und Ganzen auch schon fast fertig. So ein einfacher Trick, also hier die Linie ist mal hier ein bisschen zu dunkel, zu hell geworden. Ich dunkle die jetzt einfach ab, indem ich mit Trockentechnik drüber gehe. Siehe da. Sieht gleich viel besser aus. Hier oben vorne auch. So. Also eigentlich kann man den so fast schon stehen lassen. Habe ich jetzt eine halbe Stunde, also ein bisschen weniger als eine halbe Stunde in Realzeit gebraucht und trotzdem so ein wirklich sehr, sehr aussagekräftiges Porträt erreicht. So, für diese Falten rund ums Gesicht ist der Pinsel jetzt nicht gerade ideal geeignet, aber ich probiere es einfach mal. Die Falten leben jetzt davon, dass es halt sehr helle und sehr dunkle Stellen gibt. Mit dem Paints Grau und wenig Weiß lege ich mir praktisch so eine Untergrundfarbe fest und gehe jetzt im nächsten Schritt mit einem Pinsel, wo halt ja, so ein Grau, ganz, ganz helles Graublau ist, hin. Und mache erstmal die linke Seite, weil die ein bisschen weniger Licht abbekommt. Und da müsst ihr jetzt darauf achten, dass er hier unter der Pupille praktisch so eine dunkle Rille lässt. Und damit erzeuge ich dann halt die Illusion, dass hier die Wange, die Schnauze so einen Bogen macht. Ja, jetzt bin ich im Prinzip fertig, abgesehen von den Augen. Jetzt kann ich halt hingehen und mit einem Katzenzungenpinsel nochmal die hellen Stellen nochmal zu akzentuieren. Hier arbeite ich jetzt deckend, also fast deckend. Hier auf der linken Seite kein reines Weiß, sondern halt ein Weiß, wo ein ganz klein wenig von der Farbe noch drin ist. Ich löse hier so ein bisschen was von der angetrockneten Farbe nochmal an. Aber wie gesagt, die linke Gesichtshälfte halt ein ganz klein wenig im Schatten ist. So, und im letzten Schritt hole ich mir jetzt wieder die Augen zurück und das pure Orange ist mir vielleicht ein bisschen zu krass. Ich helle es ein ganz klein wenig mit Weiß auf. Und jetzt seht ihr wunderbar, wie die Farbe abdeckt. Ja, damit bin ich eigentlich jetzt fertig. Ich möchte euch zum Schluss aber nochmal einen kleinen Trick zeigen. Mein Drucker, der übertreibt es manchmal mit den Farben, aber das finde ich dann immer ganz spannend, was dabei rauskommt. Denn ich habe hier an vielen Stellen so einen leicht rötlichen, ja, fast schon orangen.
orangefarbenen Farbton. Und ich werde das diesmal nicht mit den Acrylfarben, sondern mit den Aquarellstiften hier einfügen. Das ist zum Beispiel hier oder hier unten. So, und mit einem angefeuchteten Pinsel kann ich jetzt diese Farbe ganz vorsichtig verstreichen. Wir bekommen damit wunderbare Farbverläufe. Vielleicht mache ich gleich noch ein paar Detailfotos, damit ihr das noch besser erkennen könnt. Ja, damit wäre diese kleine Skizze fertig. Ich denke, da sind wieder eine Menge Anregungen von euch drin, was ihr ausprobieren könnt, was für Techniken ihr verwendet könnt, zum Beispiel mit einem dunklen Hintergrund zu arbeiten, dann diese Übertragungstechnik und eben die und eben auch noch das Mischen von verschiedenen Farbarten. Okay, ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Nachmachen, beim Ausprobieren. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.